Fasten, Zeiten beten soll und beten darf, so wie es von unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt worden ist, als Vorbild für das für die Ausübung der Religion des Islam. Also ich kann nur sagen, dass es für mich keine Schwierigkeiten gegeben hat, als Muslim zu praktizieren. Ich bin froh, dass ich dieses fünfmalige Gebet am Tag ausüben kann. Ich freue mich auf die Lesung des Koran jeden Tag. Also für mich war es keine Schwierigkeit, mich dort umzustellen. Wie hat sich dein Leben durch den Islam verändert? Es gibt eine entscheidende Veränderung, nämlich die, dass ich mein Leben bewusster lebe. Allah hat mich auf den Weg seines Islam, der wahren Religion geführt. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass er mir diese Gnade gewährt hat, die Gnade der Rechtleitung. Und das ist das Entscheidende, was sich in meinem Leben geändert hat. Auch meine Dankbarkeit gegenüber Allah für alle Gnaden, die er mir jeden Tag gewährt, die er mir gewährt seit meiner Geburt. Und ich bin sehr dankbar dafür. Was war der Auslöser, dass du zum Islam konvertiert bist? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich will versuchen, das kurz zusammenzufassen. Am Anfang standen die Ereignisse vom September 2001. Davor wusste ich eigentlich nicht, dass es so etwas wie Islam gibt. Nach der beispiellosen Hetze, die nach dem September 2001 über den Islam als Religion über die gesamte islamische Welt hereinbrach, war das für mich der Anlass zu sagen, ich muss mich damit beschäftigen, um das zu verstehen. Das war bei mir auch ein gesundes Misstrauen gegenüber der Berichterstattung unserer Medien. Das war also der Anfang meiner Beschäftigung mit dem Islam. Ich habe mir dann Bücher besorgt, ich habe Zeitungsartikel gelesen und habe immer mehr gemerkt, dass in dieser Religion etwas ist, was mich angezogen hat. Ich wusste noch nicht, was das ist, aber ich merkte, dass dort in dieser Religion etwas ist, was mich anzieht, sodass ich mich damit immer mehr beschäftigt habe. Und ich habe dann versucht, zu Muslimen Kontakt aufzunehmen. Das ist mir nach einiger Zeit auch gelungen. Ich habe mich mit einem Bruder getroffen, das erste Mal, das zweite Mal. Und als wir uns das zweite Mal in einer Moschee trafen und wir uns unterhalten hatten über das, was ich denke, über den Islam uns ausgetauscht hatten, über den Glauben, fragte er mich, willst du Muslim werden? Und ich hatte mir das so vorgestellt, ja, ich möchte Muslim werden, aber eigentlich erst nach dem Ramadan, weil ich den Ramadan als für zu schwierig für mich am Anfang empfand. Als er mich dann fragte, willst du Muslim werden, konnte ich allerdings keine Lüge sagen, sondern ich habe gesagt, ja, ich will Muslim werden, sodass ich dann an diesem Abend in der Moschee die Shahada gesprochen habe, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasulu. Damit war ich in den Islam aufgenommen. Ich war froh, diesen Schritt getan zu haben. Ich war, ja, irgendwie hatte ich den Eindruck, das Empfinden, ein neuer Mensch geworden. Alle Sünden, die ich bisher begangen hatte, waren von Allah getilgt und mir war die Chance gegeben worden, ein neues Leben zu beginnen. Welchen Ratschlag kannst du als konvertierter Muslime an Nichtmuslime und an Muslime geben?
der entscheidende Rat, den ich allen Nicht-Muslimen geben würde, ist der, sich möglichst objektiv über den Islam zu informieren, sich nicht zu verlassen auf die Bilder, die in den gängigen Medien vom Islam vermittelt werden. Das sind fast durchgängig Feindbilder. Das heißt, mein Ratschlag ist der, sich direkt an Muslime zu wenden, in die Moscheen zu gehen, die sich vor Ort befinden, und dort mit den Muslimen zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auf Muslime zugeht, dass man in sehr informative und schöne und angenehme Gespräche kommt. Mein Ratschlag an Muslime, da bin ich eher vorsichtig als frisch konvertierter Muslim. Eines habe ich allerdings schon gelernt, dass es wichtig ist, für uns Muslime zu leben nach dem Koran und nach der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf diesem Wege, denke ich, wird der Islam wieder stark werden, sodass er diese Welt auch prägen kann. Auf diesem Wege, denke ich, wird der Islam wieder stark werden, sodass er diese Welt auch prägen kann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Lieber Bruder Abdullah, wir hatten dich vor kurzem schon mal informiert, damals interviewt, damals hattest du ja noch einen weißen Bart. Heute sind wir hier in der Moschee. Vielleicht kannst du dir dazu sagen, warum wir hier in der Moschee sind? Also vielleicht sage ich zunächst noch was zu dem inzwischen roten Bart. In dem Jahr, das inzwischen vergangen ist, habe ich ja einiges dazugelernt, was unsere Religion, den Islam betrifft, und dass ich den Bart jetzt rot gefärbt habe mit Henna, hängt ganz einfach mit der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Und hier, heute hier in der Al-Nur-Moschee in Berlin, bin ich, weil es das deutschsprachige Islam-Seminar gibt und weil ich denke, dass es gut ist, immer mehr Wissen in der Religion, im Islam zu erwerben. Und dazu ist dieses Seminar sehr gut geeignet und deswegen bin ich hier. Also du hattest erwähnt, die Sunna des Propheten, alaihissalam, zum Beispiel, dass du den Bart jetzt rot färbst und kleidest dich auch ein bisschen anders jetzt. Was hattest du, bevor du Muslim warst, über den Propheten, alaihissalam, gewusst? Eigentlich nichts oder sehr wenig. Ich habe gewusst, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam den Islam begründet hat. Der Islam war nach meinem damaligen Wissensstand die Religion für die Araber und die Türken. Und ich habe gewusst, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen hatte. Das war der Wissensstand, den ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte und mehr nicht. Und wie sind deine Sichtweisen jetzt nach dem Islam? Wie siehst du jetzt den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Also wie ich das schon bei der einen anderen Frage sagte, habe ich in diesem Jahr einiges hinzugelernt. Ich habe mehr gelernt über die Lebensweise des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ich habe seine Charaktereigenschaften kennengelernt, seine Sunna kennengelernt und lerne immer mehr dazu. Und mein Bemühen geht danach oder geht dahin, dass ich mich bemühe, dieser Sunna, so gut es nach meinem Wissensstand geht, zu folgen und diese Sunna zu beachten und festzuhalten. Welche bestimmten Eigenschaften des Propheten alaihissalam haben dich besonders beeindruckt? Am faszinierendsten für mich war und ist, dass unser Prophet, Segen und Friede auf ihm,